war die Deutschland-Premiere von deinem Video, müssen wir noch dazu sagen. Ne? Hier zum ersten Mal gezeigt im deutschen Fernsehen. Du hast dich auch schon vertieft in unsere Faxe, die da gekommen sind. Willst du mal eins vorlesen? Yeah, this is from... Ja, dies ist von Heike und Ellie. Und sie sagen, dass sie mich ja lieben und dass sie es toll finden, dass ich auf der Show bin. Und, ja, ich mache einfach nur ein bisschen Spaß hier. Aber sie wollen halt, dass ich sie grüße. Also Heike und Ellie. Hier in der Kamera. Hello, thank you very much. Okay, haben wir noch eins? This one here. Bessie likes me and Tori. Ja, sie mag mich und Tori. Tori, I want you. All right, in German. Achso, you gotta read that for me. Also du, sie liest das besser mal vor. Sie schreibt mir jetzt in Deutsch mit meiner Englischklausur, weil die ist so ein bisschen daneben gegangen. Tui, du bist aber auch der Savai Viva. Schreibst du, ach, das ist Eigenlob. Hey, they say, I'm okay. And so I'm good. And it's boring, big boring. Hier. Yeah. Aber hier, hier war ein Fax. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, thanks a lot. Okay, hey, can los we focus geht's weiter. On ja, 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 hey, können wir uns ein bisschen hier uns auf mich konzentrieren ich bin hier? Bei Faxen und die sind über dich. Pass auf, guck mal hier, Brian. Du spielst ja in Beverly Hills 90210 eine tolle Charakterrolle. Bist du auch in der Realität so ein toller Mann? Ja. It depends. Ja, ich meine, das kommt drauf an. Na, eigentlich bin ich schon ein ganz netter Kerl. Ich habe halt so eine kleine Gruppe von Freunden, mit denen ich zusammen bin und mit denen ich auch arbeite. Aber so viel, was ich weiß, bin ich doch ein netter Kerl. Ich meine, es kommt immer auf den Tag auch ein bisschen an. Manchmal ist man halt ein bisschen schlechter drauf und dann denken die Leute halt, ich bin nicht so nett. Also ich denke, dass das bei dir genauso ist. So Tage, ja, das stimmt. Und dann, oh Mann. Aber du hältst dich wacker, weil du hast ja einen riesen Flug hinter dir gerade und hast gesagt, du wärst ein bisschen müde, aber er ist ein netter Kerl, kann ich euch sagen. Yeah. Well, thank you very much. Nett, ne? Ja, danke. Das finde ich echt toll. Ja, ist ehrlich. Von der Corinna und Nadine, die fragt mich, Servus Tobi, zum Thema Beverly Hills 90210. Früher war diese Serie noch ganz lustig, aber jetzt werden die Folgen nur noch wiederholt und dies ist total langweilig. Küsschen und viele Küsse auch an dich. Ja, ist hier in Deutschland, ne? Thank you. das bringt mich auf die Frage, weil wegen diesen vielen Wiederholungen, ihr seid ja weiter in Amerika mit der Serie, ne? Wie geht's weiter? Kommst du wieder mit Donna zusammen? Kannst du noch ein bisschen was verraten? Nur ein ganz kleines bisschen. You guys are a little behind. Yeah. Nun, ich denke, dass ihr hier ein bisschen zurückhängt halt mit den Folgen. Also wir haben gar nichts, wir zeigen nicht immer dieselben Folgen. In Staaten wird halt jede Woche eine neue Folge ausgestrahlt. Und es wird noch ganz viel passieren. Also ich möchte nichts verraten, aber es kommt wirklich was ganz Tolles wird noch passieren. Also seht halt zu und dann werdet ihr schon sehen, was passiert. Hat es vielleicht was, jetzt frage ich einfach mal ganz hypothetisch, was mit deiner Freundin auch zu tun, die auch in der Serie mitspielt, ne? Valerie ist das. We dated for three. Nun, wir sind anderthalb Jahre so ausgegangen und im September haben wir uns halt getrennt. Also ich bin ein Single und sie ist auch ein Single. Gab das Probleme? Thanks for bringing up something so ja, painful. Es tut mir leid. Vielen Dank, dass du das angesprochen hast. Das ist doch so schmerzvoll für mich. Yeah. Okay. Also wenn du gleich, können wir noch ein bisschen reden und ein bisschen was bequatschen. Okay. Ja? Das können wir noch lösen, okay. Das Problem. Ja? Aber wie war das? Wie war das am Set? Wie war das am Set, wenn du mit ihr zusammen warst? Musstet ihr euch da, konntet ihr dann zusammen sein oder musstet ihr dann so auf Distanz bleiben? We're still good friends. So, nein, wir sind immer noch Freunde halt jetzt. Und es war auch damals gar nicht schwierig, zusammenzuarbeiten. Und auch jetzt halt treffen wir uns auch noch, auch außerhalb der Arbeit. Also wir haben überhaupt keine Probleme am Set. Und wir hatten sehr viel zusammenzuarbeiten, als wir schon uns getrennt hatten. Aber es war überhaupt kein Problem. Ein klasse Fax habe ich hier auch von der Steffi und Jasmin aus Basel. Die Fax mir, hi Tobi, an Beverly Hills 90210 gefällt uns, dass es so viele coole Kussszenen gibt. Uns gefällt auch, dass man manchmal einen tollen nackten Oberkörper zu sehen bekommt. Der Tannenbaum der Familie Walsh hat uns auch ganz besonders gut gefallen. Doch am besten gefällt uns David und all die geilen Männerärsche. Ja.
glaube, brauche ich gar nichts mehr zu sagen, ne? Du, Tobi, ist auch süß. Warum spielst du nicht mal bei Beverly Hills mit? Wir grüßen Frau Jostippe, Ashley und Caroline. Wie kann man, ich denke, du müsstest umziehen dann nach L.A. Ich weiß nicht, ob wir das hier per Satellit aus Deutschland machen können. Das kriegen wir noch hin. Aber wie ist das, wenn jetzt einer in Deutschland sagt, hey, ich bin gut, ich sehe eigentlich ganz gut aus, ich passe da gut rein. Gibt es da so ein Casting? Braucht ihr noch Leute? We're always casting. Ja, natürlich sind immer Castings, nicht für Stammrollen, aber so für Gastrollen schon, für einzelne Folgen, klar. Also wenn du halt nach L.A. kommst, dann versuche ich vielleicht irgendwas für dich zu arrangieren. Ich werde einmal sehen, was ich für dich tun kann. Ich komme nicht mit. Oh yeah. Okay, warum nicht? Nach der Show komme ich vielleicht noch ganz mit. Ganz schnell mit, mal vorbei, ne? Und morgen sind wir dann wieder hier. Ich muss dann morgen wieder hier sein, ne? Exactly. Okay, wir plauschen noch weiter, ja? Jetzt gibt's erstmal ein Video. Und zwar George Michael für die Christiane aus Bonn. Kennst du auch George Michael? Yeah, he looks like the devil. Sieht aus wie der Teufel, ich weiß nicht, in dem Video. Yeah. Also seine Augenbrauen. Aber der sieht Fake. Irgendwie anders aus. Es war ein Fake, vorher. Weil die haben uns reingelegt. Es kommt jetzt gar nicht George Michael, sondern Boyzone. Oh, okay. Okay, auch okay, ne? Gucken wir rein. Okay. Viel Spaß. Hi, Brian Green here. Hallo, hier ist Brian Green. Ich bin hier im Studio. Und ich denke, Sie haben mir erzählt halt, dass ich jetzt mit euch live hier mich unterhalten kann. Also ruf doch mal an, wir können uns was erzählen. Und vielleicht wir können hier mal sehen, wer den besten Witz über Tobi hat. Warum nicht? War gut. Ich mache hier nur, was Sie mir erzählt haben. Also, wenn Sie mir erzählen, dass wir hier Witze über Tobi machen, dann machen wir das auch. Loslassen. Und ich glaube, die waren jetzt so schnell, die waren wirklich so schnell jetzt am Hörer, dass wir schon welche drin haben. Willst du mal jetzt einen aufrufen, ob wir schon einen da haben? Okay. Ja. Hallo, haben wir schon einen? Ja, hallo. Hi, wer ist denn da? Hier ist die Nasrin. Nasris? Nasrin. Nasrin. Mhm. Und woher kommst du? Aus Düsseldorf. Okay, und du kannst ihm jetzt irgendwas erzählen, du kannst ihm was fragen, was dir auf der Seele brennt. Los damit. Hast du Vorbilder in der Rap-Szene? Tribe Called Quest, ja, The Far Side. Tribe Called Quest, The Far Side. Das Effects, Gangsta Guru. Most of the East Coast. Also praktisch die fast die ganzen East Coast Rapper. Das sind die ich echt toll finde und KRS-One auch. Also das ist die Musik, der ich zuhöre. Kennst du die? Kennst du auch? Ja, okay. Weißt du, was du jetzt bekommst? Folgendes, weil das Album ist noch gar nicht draußen. Das ist so heiß, es ist noch gar nicht draußen, sondern du hast uns erstmal das Cover hier mitgebracht, wie das Album aussieht. Kommt mal her, also wenn ihr, wann kommt das raus? Hast du eine Ahnung? That is the cover. Yeah. Ich denke, das wird... The 14th? Ich denke, so am 14. No? Nein? The what? 14. The 24th. Oh, ja. Am 24. Oh, the 24th. Yeah. Wird das sein. Wir bringen die immer montags raus. Das stimmt. Also am 24. wird okay, das sein. Okay, also, wenn ihr in die Läden geht und dieses Cover hier seht, kommt nochmal näher mit der Handykamera, dann kauft euch doch einfach die Platte, denn die sieht so aus und du kriegst sie jetzt auch. Also erstmal das Cover unterschrieben und natürlich das Album schicken wir dir auch zu, ja? Das haben wir nämlich schon, aber noch nicht die Läden. Da kommt es erst am Montag raus. I have a marker somewhere. I'll sign them right now. Okay. Ja, können wir gleich machen. Aber wenn einen da ist, machen wir hier. Okay. There it is. Wie buchstabier nochmal deinen Namen, weil das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Sag nochmal. N-E-N-E-N-I-S-S-R-I-N. Ja. It's okay. Perfekto, das geht an dich, ja? Mhm. Mach's gut, danke für den Anruf. Ciao. Ciao. Lass mal noch einen rein. There ne? it is. Yeah. Hier ist es. Das wird genau. Stick around. It's sie kann, also, sie kann jetzt zwar dabei. Nichts mehr sagen, aber sie freut sich, glaube ich. Ne? Yeah. So, nächster. Wen haben wir noch? Hallo, hier ist Angela. Ja, so sind wir halt. Wer ist denn da? Hallo, hier ist Angela aus Kiel. Okay. Und du kannst ihm auch was eine Frage stellen. Ja, ich wüsste ganz gerne, wenn du Briefe von Mädchen bekommst, hast du dann manchmal das Gefühl, die schreiben dir nur, weil du Erfolg hast? Ich weiß nicht. Ich denke, wenn ich halt nicht irgendwie erfolgreich wäre, würden sie mir gar nicht schreiben. Also es ist halt schon aufgrund der Serie, dass sie mir schreiben. Klar. Ich meine, warum schreiben sie dir, Tobi? Weil sie mir einfach was schreiben wollen.
weil sie was loswerden wollen. Warum nicht? Okay. Aber sie kennen, das ist genau, glaube ich, das gleiche Problem, dass sie einen wirklich nicht kennen. Sie kennen einen aus dem Fernsehen und mögen ihn dann, weißt du? Aber ich habe das Glück, ich bin, glaube ich, genauso verrückt, auch draußerhalb, weißt du? Yeah. Auch draußen bin ich auch so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. In der Serie auch so, bist auch so der Charakter, ja eben schon, ne? I might just be working in a restaurant if I wasn't. Nun, wenn ich halt nicht auf der in der Show arbeiten würde, dann wäre ich vielleicht irgendwo, würde kellnern in einem Restaurant und würde ihnen vielleicht ein ganz tolles Pasta-Gericht servieren. Und wenn sie halt meine Freunde wären, würde ich es auch ein bisschen billiger machen. Würde ich auch machen. So, nächster Anrufer. I think I lost you on that one. Nächster Anrufer, wir signieren das nachher. Weißt du, wegen der Zeit gleich, müssen wir Werbung machen. Wen haben wir denn jetzt hier? Hallo? Okay. Hallöchen. Hier ist die Marcia, die meine Janan. Nochmal, jetzt kommen wir zum letzten Mal. Janan. Ja. Okay, frag ihn was. Okay, ich habe heute in einer Zeitschrift gelesen, dass Brian aus der Serie Beverly Hills aussteigen will. Stimmt das? No. Nein, das stimmt nicht. We're doing one more season. Wir machen noch eine ganze Saison halt, die sechste Staffel halt, und dann werden wir die siebte Staffel machen. Und ich werde halt bei der Serie bleiben, solange sie auch gezeigt wird und gedreht wird. Ich weiß nicht, ob nach der siebten Staffel noch weitere Folgen gedreht werden, aber also, ich werde dabei sein. Hast du gehört, das war nur eine Zeitungsente, keine Panik, ja? Ah, gut, ja. Auch an dich geht das neue Album, handsigniert, ja? Ja, ich wollte noch sagen, du siehst aus wie ein kleiner Schlumpf. Ich meine, Santobi. Ach so, ich? Ja? Ja, das war der fiese Witz, ne, von dem er gesprochen hat. Also, okay. Mach's gut. Okay. Ein schlumpfigen Gruß an dich, ja? Ja, ciao. Let's mark off a point. Ja, war richtig. Ein Dummipunkt. Dafür kriegst du einen Punkt. Ihr werdet gleich auch noch einen Witz über David erzählen müssen, weil das müsst ihr mir auch noch faxen, ja? Dann gebe ich ihn zurück, eiskalt. Guti, wir kommen zum Schluss. Nein, er bleibt nämlich noch da kann ich ihm das Fax nämlich noch geben. Gleich, machen wir gleich. Weißt du, nach der Show gebe ich dann noch das Fax mit dem Witz drauf. Ich wollte hier nur schreiben, halt, dass sie echt einen guten Witz gemacht hat. Also irgendwie was extra gemacht hat. Wir kommen auch schon zum Ende. Ich kann mich gar nicht. Also nur Witze sind das ja alles. Okay. Also reg dich nicht auf. Wenn du das sagst. Kleiner Schlumpf. Ich habe da noch eine Frage an dich. Wie ist das? Gehst du noch auf Tour? Wirst du noch was machen zum Schluss? Kannst du noch loswerden? Sehen wir dich mal in Deutschland. I think during Christmas. Nun, ich denke so vielleicht ungefähr so um Weihnachten rum. Dann haben wir halt Pause von Beverly Hills. Und wir haben halt drei Wochen Ferien und dann denke ich halt, dass ich auch zurückkommen will und werde auch auftreten, hoffentlich. Und ich denke, dass natürlich du auch da sein wirst und vielleicht nackt Breakdance auf der Bühne ausziehen, so, genau wie du. That's okay. That's, ja, okay. You really don't, I can just get you front row passes. Also kein Problem. Also du musst überhaupt nicht auf der Bühne erscheinen. Das kriegen wir schon hin. Gar nicht. Warum nicht? Guti, ich würde sagen, das war's. Das war chaotisch, aber es war gut. Schlagen wir noch mal ein, komm. Are we just losing all ladies here today? Es ist egal. Sie sind dran geblieben und sie lieben dich. Das ist das Wichtigste. Oh, thank you very much. Und ich krieg noch diesen Witz, ja, damit ich ihm das noch weitergeben kann. Guti. Okay. Ja? Okay. 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 Alright. Ja. Ich würde dann sagen, wir sehen uns gleich wieder, ne? Wir sind wieder da. Er ist jetzt weg. Wir sehen noch einen.